Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen in der Düsseldorfer Philipshalle. Willkommen zu den 32. internationalen deutschen Badmintonmeisterschaften. Seit vergangenen Dienstag bewerben sich 240 Athleten aus 19 Nationen in 5 Disziplinen um den begehrten Titel eines internationalen deutschen Badmintonmeisters. Natürlich hat Badminton noch nicht den Stellenwert und die Popularität in Deutschland wie beispielsweise Tennis. Das liegt zum einen daran, dass wir international doch noch weit hinterherhinken, hinter der Weltspitze. Wir haben halt keine Galionsfigur wie im Tennis Boris Becker. Dennoch vielleicht heute noch ein ganz interessanter Vergleich in Sachen Badminton und Tennis. Apropos Vergleich, 4-mal stehen heute die besten Europäer, darunter der Weltranglisten-Erste Morten Frost im Einzel, Asiaten gegenüber. Ein Duell läuft bereits, nämlich das im Damendoppel. Wir sind bis 15 Uhr live dabei. Ich hoffe, wir können Ihnen, wie in den vergangenen Tagen auch, hervorragenden Sport bieten. Das Publikum jedenfalls hat die Veranstaltung voll angenommen. Gestern waren es 4.000, im Moment rund 3.000 hier in der Düsseldorfer Philipshalle. Aber ich bin sicher, es werden noch viel mehr werden. Jetzt aber zum laufenden Damendoppel. Darüber informiert jetzt mein Kollege Horst-Dieter Schmidt. Lao Yujing, Zheng Yuli für die Volksrepublik China und Jillian Jowers, Jillian Clark, das sind die Finalistinnen bei diesem Damendoppel. Der erste Satz liegt bereits hinter uns. Die Chinesinnen haben ihn klar mit 15-8 für sich entschieden. Aber damit sie auch von diesem Wettbewerb etwas mehr erfahren, mehr sehen können, haben sich die Engländerinnen angestrengt. Sie sehen es eingeblendet. Im zweiten Satz führen sie mit 9-3 und im Moment sieht es ganz so aus, dass wir einen dritten Satz zu sehen bekommen. Die Engländerinnen haben sie gerade bei der Aufgabe gesehen. Ich werde im Verlaufe dieses Spiels die Akteurinnen im Einzelnen vorstellen. Im Hintergrund also ganz klar zu erkennen, die beiden Chinesinnen. Rechts mit dem Pferdeschwanz, das ist Zheng Yuli. Und hier groß im Bild Lao Yujing. Und das ist die kleine Zheng Yuli, die mit dem Pferdeschwanz. Die Aufgabe aber macht jetzt Jillian Clark. Das ist vorne links die Spielerin, die größere. Rechts mit dem Rücken zur Kamera Jillian Gowers, genannt Bubi. Sie werden es gleich sehen, warum, mit den kurzen, jungenhaften Haaren. Aufgabe nun bei Zheng Yuli. Watch, watch! Out! Service over. 10-3. Und nun ist Jillian Gowers an der Reihe. Sie ist 26. Und ganz klar am Netz ausgespielt. Das ist ihr Satz, ganz im Gegensatz zum ersten. Da dominierten die Chinesinnen. Ich darf Ihnen vielleicht, während Sie hier Jillian Gowers bei der Aufgabe sehen, erzählen, dass die Chinesinnen allein 6 Smash-Erfolge, 6 erfolgreiche Schmetterbälle hatten. Keinen einzigen dagegen die Engländerinnen. Auch bei den Drops sah es ähnlich aus. 3-mal die Chinesinnen erfolgreich, keinmal die Engländerinnen. Und ganz extrem wird es bei 11 ins Netz geschlagenen Bällen von Jillian Gowers, Jillian Clark. Das zeigte den Verlauf des ersten Satzes, den, wie gesagt, die Chinesinnen ganz klar für sich verbuchen konnten. Aber der zweite Satz nähert sich seinem Ende, bis 15 geht's. Ich nehme an, Sie wissen es, 11-3 steht es. Und ganz klar zu erkennen, die Engländerinnen sind besser geworden, konsequenter und auch sicherer. Zu 3, weiterhin das Aufgaberecht für Jillian Clark.
Diese Spartlerin war schon dreimal Europameisterin. Immer mit anderen Partnerinnen. Glück für die Chinesin. Aber beim Doppel ist es ja so, jede Mannschaft, jede Spielerin hat das Aufgaberecht. Also ist jetzt Jillian Gowers an der Reihe. Jetzt fehlen noch 2 Punkte, um nach Sätzen auszugleichen. Auch hier Glück diesmal für Jillian Gowers. Ja, Netzfehler von Lau Yujing. Und damit steht es ausgeglichen nach Sätzen. Und das wird Sie natürlich im Gegensatz zu den Spielerinnen nicht freuen. Wir fangen gleich mit einer Pause an, denn nach 2 Sätzen steht den Akteuren natürlich so etwas zu. Sie werden sich jetzt zurückziehen. Aber das gibt uns Gelegenheit, Ihnen etwas über dieses Turnier, über die Spielerinnen zu erzählen und Sie mit einer Neuerung bekannt zu machen, die Sie im deutschen Fernsehen zumindest noch nicht gesehen haben, nämlich eine Kamera installiert unter der Decke, die uns einige Spielzüge zeigen wird, die möglicherweise auf die Taktik schließen lässt. Ich weiß nicht, welche Szene die Kollegen im Ü-Wagen ausgesucht haben. Sie sehen sehr schön links die beiden Chinesinnen hier in der Abwehrstellung nebeneinander, hintereinander Jillian Clark und Jillian Gowers, die hin und wieder aus dem Bild zu laufen droht. Und Sie sehen auch den Übergang von Angriff in Verteidigungsstellung gut. Ein ramponierter Federball, es gehen so einige zu Bruch. Es sind echte Federn, aus denen diese Federbälle bestehen, unten der kleine Korb aus Kork, da sehen Sie nochmal eingeblendet. Und hier bei den Damen ist es nicht so extrem, beim Damendoppel. Aber wenn ich mich an das Halbfinalspiel gestern bei den Herren erinnerte, da mussten gleich 38 Federbälle ihr kleines Leben lassen. Natürlich auch ein Kostenfaktor. So ein Ball kostet immerhin um die 4 Mark. Und da sind natürlich Veranstalter und Sponsoren gefordert. Spieler zahlen so etwas hier natürlich nicht. Anders ist das bei deutschen Ranglistenturnieren. Da gibt es nach wie vor den Anachronismus, dass die Spieler bis auf das Finale selbst für die Bälle sorgen müssen. Inzwischen haben wir eine Computerauswertung erhalten von diesem zweiten Satz. Und ganz im Gegensatz zum ersten haben da die Engländerinnen kräftig aufgeholt. Vor allem mit den Schmetterbällen liegen sie weit vorne. 7:1, 7 Schmetterballerfolge für Jillian Gowers und Jillian Clark. Einer nur für Lau Yujing und Zheng Yuli. Hier sehen Sie übrigens die Einblendungen, und zwar schon in der Addition. Drop-Erfolge nach wie vor. Fehlanzeige bei den Engländerinnen und am Netz ausgespielt. Das konnten Sie, glaube ich, in der Schlussphase vorhin auch gut sehen. 7-mal gelang das den beiden Engländerinnen gegenüber Lau und Yuli. Die nächsten 3 Einblendungen dann auf der Fehlerseite. Den Ball ins Ausgeschlagen haben 18-mal in diesen beiden Sätzen. Die beiden Chinesinnen nur 8-mal kam das bei Jillian, den beiden Jillians vor. Netzfehler allerdings, da liegen sie, das ist die Bürde aus dem ersten Satz noch vorne. Nur jeweils 1 Annahmefehler. Gestern bei dem Halbfinals sah das ein bisschen anders aus. In einer guten Minute geht es hier weiter mit dem dritten, mit dem entscheidenden Satz. Ja, gerade war ich unterbrochen worden. Diese Computereinblendungen sind auch etwas Neues, genauso wie die Deckenkamera.
Sie erleichtert uns und erleichtert Ihnen den Überblick über so eine Begegnung. Und wir konnten dafür den deutschen Bundestrainer Hans-Werner Niesner gewinnen, der hier neben mir sitzt und die ganze Zeit den Computer füttern lässt, damit Sie unmittelbar nach Satzende diese Informationen bekommen, die vielleicht einiges aussagen über Taktik und Technik. Der Oberschiedsrichter hat schon wieder aufgerufen. Die Zuschauer, die circa 3.500 Zuschauer, werden aufgefordert, jetzt wieder ruhig zu sein, sich auf das Spiel, auf diesen entscheidenden Satz zwischen Lau Yujin, Zheng Yuli und Jillian Gowers und Jillian Clark zu konzentrieren. Das Aufgaberecht bei den Engländerinnen bei Jillian Gowers. Nur beim ersten Mal gibt es nur einen Aufschlag, dann wandert das Aufschlagsrecht zu der gegnerischen Partei, in diesem Fall zu Zheng Yuli. Einer der längsten, einer der schönsten Ballwechsel dieser Begegnung. Abgeschlossen von einem Drop von Zheng Yuli. Spielerin, die Sie groß im Bild sehen. Und hier die Zeitlupe, die dazugehört. Natürlich nicht die ganze, die würde ja bestimmt 2 Minuten dauern. Aber die entscheidenden Szenen werden wir sicherlich hier erkennen. Sie sehen das Umwechseln von der Verteidigungsstellung in die Angriffsstellung, wie sie Chinesinnen zum Schluss zeigten. Und es hat geklappt. 2:0 führen die beiden jungen Damen aus China, die in ihrem Heimatland sicherlich im Schatten von Guan Weizhen und Lin Ying stehen, den Siegerinnen des Grand Prix-Finales. So, und jetzt ist die lange Chinesin, ist Lau Yujing, dran. Erwarten die Aufnahme. So, und im Moment sieht es ganz so aus, als könnten die beiden Chinesinnen an ihre Leistungen im ersten Satz anknüpfen. Durch diesen Netzfehler der erste Punkt im dritten Satz für Gowers Clark. Und Jillian Gowers schlägt auf, diesmal kurz. 1-3-7-7. Ingo Wenzka bitte in den Massageraum. Ingo Wenzka bitte. Jillian Clark bei der Aufgabe. Service over. 3-1. Erstaunlich, dass die beiden Engländerinnen fast gleich stark sind bei den Schmetterbällen.
Dylan Clark ist doch erheblich größer und eigentlich hätte man hier so etwas Ähnliches wie ein Mixed erwarten können, bei der Jillian Gowers vorn am Netz agiert und die lange Jillian Clark für die Schmetterbälle zuständig ist, aber dieses Rollenspielchen wird doch oft getauscht. 5-1. Und nach wie vor Lau Yujin bei der Aufgabe. Diesmal ein hoher Aufschlag. Out. 6-1. Und jetzt ein kurzer. Sie haben es gesehen, das ist ein taktisches Mittel im Doppel. Gleich können Sie mal darauf achten, wenn Sie es nicht ohnehin wissen. Die vordere Linie ist die Aufschlaglinie beim Doppel, das heißt, das Spielfeld wird nur beim Aufschlag etwas kürzer. Deswegen zählt man im Doppel mehr kurze Aufschläge, denn die Gefahr, dass der Ball hinten aus dem Feld springt, ist einfach zu groß. Sehr schöner Drop war das. Noch einmal das Aufschlagrecht für Jillian Gowers. Netzfehler von Lau Yujing und das bedeutet den zweiten Punkt in diesem entscheidenden Satz für die Engländerin. Der anderen Seite genauso ein leichter Netzfehler. Die werden wir hinterher wieder gesammelt bekommen von unserem Computer, was der Computer natürlich nicht ahnen kann. Woran liegt das Ganze? Sind die Spielerinnen zu sehr unter Druck? Ist es einfach Nervensache? So, und jetzt hat die gute Jillian Clark was ins Auge gekriegt. Vielleicht irgendetwas von einem Federball. Und ich darf diese kurze Pause nutzen, Ihnen zu sagen, dass es hier in der Halle eine Umfrage gibt unter Experten, unter sogenannten Experten. Ich weiß nicht, wer befragt worden ist und da haben sich 20 dafür entschieden, dass die beiden Chinesinnen dieses Finale gewinnen. Nur 11 tippten auf Gowers Clark. So, 8-2 steht es. Zum letzten Mal werden die Seiten gewechselt. Zheng Yuli gilt eigentlich in China mehr als Einzelspezialistin. Im Moment scheint sie aber da auch nicht so besonders in Form zu sein. Immerhin musste sie eine eindeutige Niederlage gegen Katrin Schmidt aus Wiebelskirchen hinnehmen, hier in Düsseldorf. Katrin Schmidt, die damit das Viertelfinale erreichen konnte, allerdings da deutlich verlor gegen Pernille Nedergaard aus Dänemark. Aber hier im Doppel ist Zheng Yuli mit ihrer Partnerin Yu Jing inzwischen gut eingespielt. Am Anfang gab es sicherlich Abstimmungsschwierigkeiten, die inzwischen behoben sind. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass die Engländerinnen kampflos das Feld räumen.
Sie haben das Aufgaberecht zurückerobert und können nun weiter herankommen. Allerdings nicht, wenn Sie die Ausschläge aussetzen. Und das gleich zweimal hintereinander. Da hat sie sich selbst ausgetrickst, die Jillian Clark. Im letzten Moment vermutet, der Ball würde ins Ausgehen, aber er tat ihr nicht den Gefallen. Ja, fast ein leichter Ball, möchte man sagen. Aber Lau Yujing war im Rückwärtsgang, traf den Ball nicht so, wie sie es wollte, und er landete im Netz. Gut war der Ball. So, und jetzt fehlen ganze 11 Punkte zum Gewinn der German, ganze 4 Punkte zum Gewinn der German Open. Ja, spektakulärer Ball. Durch die Beine gespielt. Die Chinesinnen waren jetzt die ganze Zeit eindeutig in der Verteidigung. Immer wieder kamen die Bälle relativ flach über das Netz. Sie waren immer wieder gezwungen, die hoch zurückzubringen. Schmettermöglichkeit für die beiden Engländerinnen, die sie schließlich mit einem Drop dann auch ausnutzten. Und wieder vertut sie sich, Jillian Clark. Wenn Sie hier Jillian Gowers haben schmettern sehen, dann erreichen die Bälle doch schon Wahnsinnsgeschwindigkeiten, und das zeigt, bei einer zierlichen Person wie Jillian Gowers, dass es im Badminton nicht etwa auf Kraft ankommt, sondern auf Ausnutzen der Bewegung. Ja, und da guckt sie ein bisschen verzweifelt, und das kann ich verstehen, denn den Ball habe ich auch anders gesehen. Aber verzweifeln hilft nichts, der Punkt wird gegeben. Auch im Badminton sind die Schiedsrichter, die Linienrichter nahezu allmächtig. Und die Spielerinnen und Spieler müssen mit diesen Entscheidungen, wie auch immer, leben. Sehr schön ausgespielt. Nun, das zeigt, dass die beiden Engländerinnen diesen kleinen Schicksalsschlag weggesteckt haben. Jetzt erst recht, sagen sie sich vielleicht.
Los! Sehr schön gespielt gerade von Julian Clark. Wunderschön dieser Ballwechsel und meine Damen und Herren, eins wird hieraus deutlich. Dieser dritte Satz, kann man glaube ich jetzt schon sagen, wird eindeutig an die Chinesin gehen. Es steht 13-4, aber was hier die Engländerinnen gerade geboten haben, das war mindestens ebenbürtig. Man misst wahrscheinlich eher die Qualität eines Badmintonspiels in der Länge als im Ergebnis. Das ist eine gute Ecke für die Chinesin. Da machen sie etliche Punkte oder holen zumindest das Aufschlagrecht zurück. Relativ leicht vergebener Ball, zumindest rüberbringen hätten sie ihn können. Jetzt aber Matchball bei der Aufgabe Lau Yujin. Sie kann ihn nicht verwerten, aber vielleicht Zheng Yuli. Ja. Ein etwas unbefriedigendes Ende für die Engländerinnen. Es ist oft so beim Badminton, dass ein Satz, ein Spiel durch einen Fehler, nicht durch einen Siegpunkt entschieden wird. Aber das gehört nun mal so dazu. Jeder Sport hat seine Regeln. Und wir freuen uns mit diesen beiden, mit den beiden Chinesinnen Lau Yujing und Zhen Yuli über den Titel einer offenen internationalen deutschen Badmintonmeisterschaft. Und wie das zustande kam, das sehen Sie hier noch einmal in der Zeitlupe, die Aufgabe von Zheng Yuli und den Netzfehler, den sicherlich vermeidbaren Netzfehler von Jillian Gowers. Und bereits eingetroffen ist bei mir die Computerauswertung, die Auswertung dieses dritten Satzes. Die Einblendung wird sicherlich noch ein bisschen auf sich warten lassen, denn da wird alles zusammengezählt. Da wird gezeigt, wie der Gesamtüberblick dieses Spiels war. Im letzten Satz, der nun klar an die Chinesin ging, zeigt wieder mehr Smash-Erfolge, mehr Drop-Erfolge als bei den Engländerinnen. Da die angestrengten Gesichter gerade der Kommentatoren. Kurze Aufschläge dominierten hier bei den Chinesinnen. Etwa ausgeglichen, das ist erstaunlich. Die Bilanz bei Gowers Clark. Nur 6 kurze Aufschläge gegenüber 8 hohen. Ich nehme an, dass die meisten, die jetzt am Fernseher sitzen, diese Sendung verfolgen, dem Badminton ziemlich nahestehen, mit diesen Informationen etwas anfangen können. Vieles ist möglicherweise ein wenig fachchinesisch. Kein Wunder bei so starker chinesischer Beteiligung. Einiges aber sicherlich aus taktischer Sicht auch für alle interessant. Oh, die Kleine kann natürlich nicht sehen, was wir Ihnen jetzt zu bieten haben, meine Damen und Herren. Eine zweite Einspielung der Deckenkamera. Ich bin gespannt, welche Szene die Kollegen ausgesucht haben. Wunderschön hier zu sehen, der Übergang von der Angriffs in die Verteidigungsposition und umgekehrt. Die beiden, die hintereinander stehen, sind im Angriff. Sobald die andere Partei sich dieses Angriffs gut erwehren kann, werden sie wechseln. Sie sehen gut die Raumaufteilung, sie sehen die Sicherung, aber auch Fehler wie hier, wenn zwei zu nah zusammenkommen, werden die Räume geöffnet. Es entsteht Platz für die Gegner.
der Ball kommt offensichtlich niemals wieder. So, nun die Einblendung unserer Computerauswertung. Wie gesagt, das betrifft das ganze Spiel. Dank des zweiten Satzes ein klarer Vorsprung in den Smash-Erfolgen für die beiden Engländerinnen. Ausgeglichenes Spiel beim Drop-Erfolg. Am Netz ausgespielt auch wesentlich besser Gowers Clark. Aber, und das ist wieder entscheidend für dieses Spiel, es wurde gewonnen durch Fehler. Nicht etwa durch Erfolge. Sie sehen es erheblich weniger Netzfehler, erheblich weniger Aufnahmefehler und erheblich weniger Bälle ins Aus für die beiden Spielerinnen aus China. Da führen die Engländerinnen und haben damit ihr Spiel versiebt. Selbst schuld, kann man da so sagen. Ein bisschen flapsig für so ein Spiel, das sicherlich auch ihnen gefallen hat. Inzwischen haben die Vorbereitungen für die Siegerehrung Formen angenommen. Ich nehme an, die Spielerinnen haben sich ein bisschen nett zurechtgemacht, haben den Schock überwunden, nur in Anführungszeichen Zweite geworden zu sein. Da kommen sie allen vorweg, Jillian Gowers. Dahinter die größere Jillian Clark. Dann Zheng Yuli und Lau Yujing ganz hinten im Bild. Diese beiden haben gewonnen. Und der Expertentipp 20:11 für die Chinesinnen hat sich also bewahrheitet. Den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Herr Johannes Rau, überreicht Herr Bernd Sinneberg, leitender Initialrat in der Sportabteilung des Bundesministeriums. Die beiden haben einen schweren Weg ins Finale hinter sich und das auch gut überstanden. Und die lange Lau Yujing vergießt ein paar Tränen, Freudentränen. Das können wir ihr gönnen. Vielleicht als kleine Anmerkung, Chinesinnen haben unter anderem Kirsten Schmieder und Katrin Schmidt unser gutes deutsches Doppel ausgeschaltet, waren dann unter anderem über die Schwedin Bengtsson Magnusson erfolgreich und triumphierten hier im Finale über dieses gut eingespielte englische Doppel Gowers Clark, die wie gesagt vor allem Jillian Clark schon dreimal Europameisterin geworden ist. Anerkennung nicht nur von hier, sondern auch von einer Reihe von Sponsoren, von der Stadt Düsseldorf, vom Deutschen Badmintonverband. Es stehen ja viele Helfer hinter so einer Veranstaltung, ohne die wäre es nicht möglich. Ehrenpreise werden überreicht, müssen überreicht werden, das ist bei jeder Veranstaltung so. Und wir haben natürlich auch für Frau Hannelore Wolfertz etwas, weil sie sich bereit gefunden hat, hierher zu kommen und den Preis zu überreichen. Der Helmut von Frau Plato, gestiftet von der Firma Postermann, einen Ehrenpreis an Hannelore Wolfertz, die zwischen den Jahren 54 und 62 15 deutsche Meisterschaften gewann, davon 7-mal den Titel im Damen-Einzel in Folge. Sie war in den 15 Jahren, das kann man ohne Übertreibung sagen, Miss Badminton in Deutschland. Das ist Miss Badminton von heute. Frau Wolfertz haben Sie noch nicht im Bild gesehen. Sie drückt sich ein wenig am Rande dieser Siegerehrung herum. Sie haben es vom Hallensprecher gehört, jahrelang eine der führenden Spielerinnen
eine Solingerin, die dort in der Vereinsarbeit noch tätig ist, aber sich nun langsam auch aus dieser Form des Badmintonsports zurückziehen wird. Hier vielleicht ihr letzter Auftritt in der Öffentlichkeit. Das war die Siegerehrung, meine Damen und Herren. In wenigen Augenblicken wird es weitergehen, hier in Düsseldorf, mit der Begegnung, mit dem Finale im Herreneinzel.